Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler mit mir, dem Merix und natürlich euch, den Zuschauern. Also denn, liebe Leute, wir sind hier im Nordkamp. Sieht so aus, als hätte dieser Byron endlich seinen Weg gefunden. Und es fehlt nicht mehr viel. Dann fangen wir Story Arc, den 8. an. Den von Therion, von unserem Hauptcharakter. Endlich können wir uns dann ein bisschen umgucken. Das ist Ogen wieder. Das ist Ogen. Ich wollte meine Frau ihre Lieblingsblumen ans Grab bringen. Aber scheinbar wachsen sie hier nicht mehr. Meint Sensei, sie erinnere mich stets. Erinnere mich kenne ich. Aber erinnere mich stets kenne ich jetzt nicht direkt. Ja. Das war nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Ah, okay, ich darf die Truhe erst nächstes Mal machen. So, aber ich habe gerade den Nebenquest aufgemacht, weil die sind so schwer zu finden, was man alles machen muss. Und da seid ihr direkt mit mir dabei, wie wir seine Epilog machen. Wir müssen nämlich nach Victor School reisen und von einem Blumenmädchen im Süden. Du bist neu. Seid nicht so überrascht, wenn ich euch sage, dass ich heute ein paar seltene Blumen angebracht habe. Seht euch nur diese hübschen, erinnere mich stets an. Ich habe nur diese eine Blume gefunden. Hoch in die Bergen. Also ja, sehr freundlich, dass du das genau gefunden hast. Nun komm schon, tut wenigstens, als wäre dir beeindruckt. Ja, ich bin beeindruckt. Hier, dankeschön. Können wir dir auch studieren. Eine Blumenhändlerin, die Leib und Leben riskieren würde, um die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. Ob ein Baby geboren wird oder ein Mensch stirbt, sie bietet das passende Bouquet. Nichts bedeutet ihr mehr. Cool, danke. Naja. Ah ja, guck mal hier. Hier ist ja nochmal ein Ritterschild. Ja, Ritterschild ist jetzt eher auch out. Augen, du Spacken. Ich hab da was für dich. Du mieser Sackgesicht. Eigentlich ist das aber in Ordnung. Aber trotzdem. Erinnere mich stets. Dieser Person geben, was sie braucht. Da bitteschön. Das ist. Erinnere mich stets. Meine Frau hat sie mehr als alle anderen Blumen geliebt. Danke. Melissa. Ich bin endlich wieder zu Hause. Erinnerst du dich, wie sehr du die erinnern mich Blumen stets mochtest? Ich habe dir einen Strauß davon gebracht, als ich dir einen Antrag machte. Draußen, auf dem Feld, vor dem Dorf. Du hast sie genommen. Und dein Lächeln war strahlender als die Sonne. Seither ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Ich bin lange umhergezogen und habe nach einem Grund gesucht, weiterzuleben. Und nun habe ich ihn wohl endlich gefunden. Ich werde den Leuten für eine Weile als Apotheker helfen. Also werde ich wohl nicht so bald mit dir vereint sein, wie ich dachte. Ich hoffe, du wachst über mich. Und wartest auf mich. Noch eine Sache. Es gibt da jemanden, den ich dir gerne vorstellen würde. Ich hoffe, dass nichts dagegen, wenn ich ihn mal einmal mitbringe. Er hat mich daran erinnert, was es wirklich bedeutet, ein Apotheker zu sein. Alfin! Doppeltomahawk. Tomahawks sind Äxte, also Doppeltomahawk. 95 Angriff. Das ist ein bisschen wenig. Genauigkeit 200 ist aber nicht schlecht. Angriff, normale Angriffe verdoppeln sich. Also haut zweimal statt einmal zu. Okay, damit könnte man 8 Schwächen runterballern mit 4 Punkten. Das ist nicht verkehrt. Zumindest für Axtschwächen. So, dann wollen wir mal beginnen. Mit dem letzten Story-Arc, wenn ich mal reinkomme in diese verkackte Taverne. So, Geschichte lauschen.
was bisher geschah. Als er sich auf den Schwarzmarkt von Quellborn schleicht, um dort den zweiten Drachenstein zu erlangen, traf Therion auf Darius, seinen einzigen Komplizen, der mit dem Stein in der Hand sofort verschwand. Was soll diese lächerliche Miene? So kalt und kontrolliert. Nein, so kalt und kontrolliert, wachsam und misstrauisch. Therion konnte nicht leugnen, was Darius gesagt hatte. Er hatte geschworen, keinem zu trauen. Niemand würde ihn noch einmal verraten. Aber selbst auf dem Weg nach Nordkamp konnte er Cordelias Worte nicht vergessen. Herr Therion, ich glaube an euch. Und so kam er endlich am Ende seiner Reise an. Oh ja, der hatte den längsten Weg von allen. Das ist also Nordkamp. Direkt schon mal einen Händler in den Mangel genommen. Und es hinterlässt schon bereitwillig einen ersten Eindruck. Oh! Halt, der gehört mir. Jetzt nicht mehr. Ha! Her damit! Oh, oh, gibt ja gute Wachen. Die behaltet sie auf. Oi. Oi, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber diese Diebe lassen sich nicht aufhalten. Gibt es denn keine Wachen in dieser Stadt? Truth be told. Selbst die Wachen lassen ihn roh. So ist das Leben hier. Am besten hält man nichts fest. But. Aber. I see. Paradies für Diebe, hä? Huh? Ist das Darius Werk? Jeder lebt hier in Angst und Schrecken. Hey, Taverne! Oi. Da ist er. Ach, guck mal, ein Wanted-Poster da hinten an der Wand. Seht ihr das? Ah, jetzt sieht es natürlich jetzt gerade nicht. Ja, kein Zweifel. Da, jetzt sieht das. Da hinten. Wenn wir Glück haben, will er einfach nur aufs Klo. Wo ist denn hier eine Latrine? Es gibt doch kein Klo hier. Ich sehe kein Klo. Okay. Gib mir ein Glas von eurem Besten. Unser Bestes ist alle. Eigentlich haben wir gar nichts mehr. Wie schließen wir den Rest des Tages? Am besten geht ihr direkt wieder. Sure. Dann bin ich wieder weg. This is. Bin das. Ich? Das zeigt mich aber nicht von meiner besten Seite. Achtung! Jegliche Verbindung zu diesem Mann wird als direkte Opposition zu Fürst Darius angesehen. Fürst Darius. Ich scheint tatsächlich über die Stadt zu herrschen. Oh ja, tut anscheinend. In der Stadt umsehen. Aber. Gruppenwechsel. Elfin. Primrose. Kani? Chester? Nee. Theron und seine Mädels sind unterwegs. Yay. Der Reisegeplänkel. Therion und Tressa. Ihr mögt Bierstuben, nicht wahr, Therion? Ich gehe nicht dorthin, weil ich sie mag, sondern weil ich hören möchte, was die Leute reden. Mut, Met und Schnaps. Met und Schnäpse, natürlich, lockern die Zunge. Also ist euer Interesse rein beruflich? Seht mal, in Wirtshäusern kurieren viele Gerüchte und Geheimnisse, aber ein Gör wie ihr muss das nicht verstehen. Hey, wen nennt ihr ein Gör? Schon seit ich 5 war, mache ich erfolgreiche Geschäfte. Tatsächlich? Mehr als ein Jahr lang habe ich täglich 3 Bierstuben mit Schnaps beliefert. Mir sind schon einige Trunkenbolde begegnet. Muss ich jetzt beeindruckt sein? Und ob! Den Geruch von Grog ertrage ich allerdings nach wie vor nicht. Dann von muss ich würgen. Also doch noch ein Gör. ja, natürlich doch noch ein Gör. Ich möchte nur mal kurz, so. Umschlawinern. Ach, das mache ich gleich. Auf Screen. Den die besseren Jobs zu geben. Komm hier! Hab ich dich gefunden. Du hast Nerven, einfach so in die Stadt zu spazieren. Come again?
Und ihr seid... Moment! Nicht sagen. Ihr seid Darius Begrüßungskomitee, richtig? Ja, und wer ist nicht besonders herzlich willkommen? Jungs! Ich schätze, Qualität geht über Quantität, ist hier nicht angesagt. Shut up! Wenn wir nur oft genug zustechen, wirst du schon sterben. Es geht doch mit deiner Quaselei Zeit schinden zu können. Es wird keiner kommen, dich zu retten, da hilft auch kein Geschrei. That's right. Du gibst jetzt am besten auf. Alle hier fürchten sich vor Fürst Darius. Interesting. Und wie ist das so, unter der Fuchtlein des anderen zu stehen? Shut up! Let's do it! Habt ihr gehört? Tötet ihn! Gut, dass ich gesagt habe, machen wir das beim nächsten Mal. You ready for this? You ready for this? Come in if thou darest. Come on, ah, schon mal einer in Schwäche. Das gefällt mich. Tressa? My turn now. Guck mal, einer schon mal weg. Brutaler Räuber, ne? Heiliges Licht. Ah, der hat natürlich überlebt. So eine Schande. Angriff! Macht Kompositionsschuss falsch, oder? Nein, tut's nicht. Komm, Ferien hier, teile mal mit Granit. Die braucht ein bisschen, ne? Letting the hunt begin. Los, Linde, mach mal was hier. Oh, die hat es immer noch überlebt. Primrose, aber jetzt aber. I'm ready. Ah, geht doch. The show is over. Die Show ist wirklich vorbei. Oh, it's a ratchet! Verdammte Hölle! Are we done here? Immer so teilweise vorlesen, das ist nicht so doll. Es reicht, ich habe einen größeren Fisch zu fangen. Genieß deinen Sieg, solange du noch kannst. Du wirst diese Stadt nämlich auf keinen Fall lebendig verlassen. Hast du doch nur viel mehr. Das wird langsam langweilig. Brennt sich der Bursche? Würde es ganz bestimmt auch langsam und schmerzvoll machen. Jetzt kannst du nirgendwo mehr hin. So also langsam glaube ich, Quantität gegenüber Qualität hat auch Vorzüge. Egal wie ich es betrachte, meine Chancen stehen schlecht. Oh dear. Dieser resignierte Blick passt nicht zu euch. Ach, guck mal, da ist er. Der alte Butler. Wenn das mal kein dramatischer Auftritt ist. Heathcote. Good to see you again. Ihr könnt mich später danken. Folgt mir erst einmal. Got it. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Don't let him get away. Ja, ihn nach. Ungefähr. Pi mal Daumen wurde das gesagt so. Ich weiß, welches Gebäude We das should ist. Be safe here. Are you okay? In a manner of speaking, yes. But I'm afraid I'm not as young as I used to be. When I was your age, I never imagined time would wear down my bones so. You're saying an old man slipped this bangle onto my arm without me noticing? That was simply a skill I learned in my youth. But time will take even that from me eventually. Where did you learn how to do that? Butler training? You were a thief, weren't you? Guilty as charged. Now it all makes sense. You're the one who set those traps in the manor, aren't you? You understand how a thief thinks, because you were one. An astute observation. I suppose I should explain myself. Would you humor this old man for a moment? I met Lord Ravis, Cordelia's father,
before she was born. I was something like you at that time, youthful, gifted, and proud of it. I was certain there was nothing in this world I could not steal. Then why are you working for the Ravis family now? For the same reason as yourself. I too snuck into the manor, only to get caught by the head of the household. He offered me a deal. He said he would not hand me over to the guards on one condition. That one day I would serve his child, who would have guardianship over the Dragonstones. And now you're seeing that promise through to the end. The more confidence one has in his skills, the greater the disgrace when he fails. You felt the same, did you not? Of course. Whenever I look at this bangle, I remember that day. Outdone by a butler. And an old one at that. And to add insult to injury, I was shown mercy by the very one I tried to rob. It was absolutely disgraceful. In the end, I had no choice but to start anew. Even still, I gained more than I lost in the manor that day. Without taking a single leaf. Indeed, I learned what it felt like to be believed in, and the value of believing in others. I'm sure you've heard the story of Miss Ravis's past. Yeah, hard to imagine seeing the person she is now. There was a time she thought the whole world was her enemy. She wouldn't let anyone get close. But as the days passed, she began to change. How so? I continued to have faith in her, and thus she learned to have faith in me. Wounds of betrayal run deep, but one must learn to have faith in others again before they can start to heal. And that is why she decided to have faith in you, too. Just like someone did for her. That's enough talk of the past. You must find a way to get those stones back from Darius. Me? Yes. Unfortunately, my old bones would be nothing but a hindrance if I accompanied you. But I have faith you can do it. I'll come back with those stones. You have my word. Stay safe, Heathcote. Now to find where Darius is hiding. There's no way he covered all his tracks. Tja, so haben wir ein bisschen mehr über Heathcote und, naja, Haus Ravus selbst erfahren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na, guck mal, wen haben wir denn da wieder? Ein Hohn. Ja, Mann, das ist einfach nur in die Hocke gegangen, um nicht gesehen zu werden. Ein Hohn, dass ich hier der meistgesuchte Mann bin, obwohl ich nichts gestohlen habe. Noch nicht. Gibt es irgendwelche Spuren von ihm? Noch nicht, Herr. Er ist verschwunden wie ein weißer Wolf im Schneesturm. Ne. Und du bist der Nächste, der verschwindet, wenn du nicht aufhörst zu jammern. Also, First Darius hat uns eine Belohnung versprochen, wenn wir ihn schnappen. Wenn wir also wirklich reich werden wollen, dann solltet ihr ihn finden. Ja, Herr. Ja, Herr. Und jetzt sogar die Arbeit. Natürlich führt er uns jetzt zu dem Herrn Darius, der natürlich bei der alten Kathedrale da irgendwo rumlungert. Wow. Er klingt definitiv wichtig. Vermutlich kennt er den Weg zum Versteck. Ja,
Der tut das wahrscheinlich, ja. Oh, was ein Wunder. Interesting. Eine verlassene Kirche. Nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Ah, irgendwo Geheimgang. Mit Ausnahme dieser Treppe vielleicht. Wo sonst, wenn nicht hier, solltet ihr versteckt sein. Ich kann allerdings nicht einfach so durch den Vordergang reinspazieren. Time to get to work. Zeit für eine Verkleidung. Eine Verkleidung? Wirklich? Diebestracht stehen. Jo. Gut, aber die Diebestracht werden wir wohl erst beim nächsten Mal stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte wieder beim nächsten Mal ein, wie es wieder heißt. Octopath Traveler mit mir, dem Memerius, und natürlich euch, den Zuschauern. Also denn, liebe Leute, falls es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, liebe Leute, bis dann. Ciao.